Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. Im letzten Part sind wir im Turmkommando mit dem Schwapper ganz gut abgegangen. Wir haben es geschafft, von Rang 10 minus in einem einzigen Part direkt auf Rang B zu springen. Also ziemlich cool war es auf jeden Fall. Und jetzt in diesem Part geht es wieder weiter dann mit dem Heldenmodus. Ich werde mal kurz nochmal was anderes kurz mal zeigen. Ich werde nochmal kurz hier mit Chat sprechen. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen überhaupt heißt. Ich kenne, wie gesagt, die deutschen Namen nicht. Vor allem hat er jetzt auch hier einen... den Mietsrichter, so hieß er genau. Auf jeden Fall hat er jetzt hier auch einen neuen Kollegen bekommen oder so. Miau, lass dich mal einer an. Du hast dich ja ganz schön gesteigert. Dann bist du jetzt mal bereit für ein paar Rangkämpfe. In Rangkämpfen geht's richtig zur Sache. Die Regeln kannst du dir in der Lobby ansehen. Drück dazu einfach Minus. Ja, krieg ich Belohnungen von dir? Eigentlich? Nein, ich hätte vielleicht erstmal mit dir reden sollen, weil in Splatoon 1 hat man ja hier immer Belohnungen bekommen, nachdem man ein bisschen immer gekämpft hat, so irgendwie. Und vielleicht ist es ja auch der Fall, wenn ich das dann nochmal später mache, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall übrigens schon auch mich hier dann beim Mykopolisplatz noch später genauer umsehen, weil ich weiß schon, dass wir hier noch nicht alles gesehen haben und dass hier noch so ein paar weitere kleine Geheimnisse gibt, die ich dann nochmal später zeigen will. Aber wir haben noch einige weitere Parts und ich werde dann immer am Anfang von manchen Parts euch halt immer ein bisschen was zeigen. Ne, keine Sorge, am Ende von diesem Let's Play werden wir quasi alles von Splatoon 2, was es hier so gibt, so irgendwie gesehen haben. So. Was sagt denn eigentlich hier Dämonen? Wir können mal kurz wieder mit ihr reden. Ich verlasse mich auf dich. Immer schön mit R umsehen, so behältst du den Überblick und das ist wichtig. Octarianer und ihre schwebenden Plattformen, ich finde die total seltsam. Dieses Gebiet hier ist anscheinend der Tentakel-Vorposten. Noch eines, wie können diese Octarianer es wagen? Da passt man einmal nicht auf, ich muss auch arbeiten. Okay, dann gehen wir am besten wieder zur Zone 2. Und zwar dann zu Level 8, denn das fehlt uns noch. Und dann eben noch 9. Und den Boss sollten wir heute eigentlich auch schaffen. Im vorletzten Part, wo wir den Heldenmus gespielt haben, haben wir ja nur 2 Level geschafft. Aber ich hoffe, dass wir heute 3 Level schaffen werden. Also 2 normale und den Boss. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und zwar hier nämlich bei der Schmonzette voller Schnalz. What? Okay, den Titel habe ich jetzt nicht verstanden. Ehrlich gesagt, aber okay. Und es gibt hier wieder mal eine Vorgabe von Arti. Ich bin gespannt, was ich diesmal für eine Waffe hier nehmen soll. Das ist wieder mal die normale Heldenwaffe. Okay, alles klar. Also auch in der Hinsicht jetzt nichts allzu Besonderes, weil ich die normale Heldenwaffe eben nehmen darf. Und keine andere besondere, wie jetzt eine Sniper oder ein Roller oder sowas. Aber trotzdem, auf jeden Fall muss ich das Level eben damit spielen und ich darf erstmal. Hier beim ersten Mal anscheinend gar nicht anders. Okay. So. Wie war jetzt der Name nochmal? Irgendwie Schmonzette voller Schnalz oder sowas? Ich hab's noch nicht ganz gemerkt, weil das eine sehr, sehr komische Buchstabenanordnung war, die ich nicht ganz verstehe. Okay, das sind Schnalzbänder. Okay, haben wir schon mal hier dann das Wort Schnalz geklärt. Ja, ich meine, wenn etwas schnalzt, das Wort kenne ich. Wenn etwas schnalzt, ja. Also, schnalzen halt, das Verb, das kenne ich, ja. Aber, das Wort Schmonzette oder wie das hieß, das kannte ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie das erfunden haben oder ob das vielleicht eine Wortkombination aus 2 anderen Wörtern ist oder irgendein tolles Wortspiel, das ich nicht verstehe. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Wird sich vielleicht noch klären. Ich werde auch dann ein bisschen mehr vielleicht auf die Texte von Dämone und auch von Arti, vor allem von Dämone achten, weil sie ja häufiger mal auch zu neuen Gegnern was erzählt. Und vielleicht werden wir dann gleich noch hier irgendwie Schmonzette oder sowas treffen. Und dann müsste es vielleicht, kann ich mal bitte treffen? Danke. Und dann müsste es dann vielleicht gleich noch klären. Aber vielleicht noch nicht. Wenn wir dann schon noch sehen, wie gesagt. So, auch die will ich dann kurz töten. Kann ich hier unten eigentlich irgendwas finden? Ich geh mal kurz nach unten. Da ist eine Kiste immerhin, ja. Und zwar mit einem Coupon wieder. Okay, Coupons nehme ich auch gerne mit. So, du stirbst. Alles klar. So, und hier kann ich auch wieder so unten rumgehen. Und da ist wieder eine Kiste. Aha. Und da finde ich immerhin ein bisschen Rüstung. Ist auch in Ordnung. Natürlich wäre mir was anderes lieber gewesen. Aber trotzdem, das ist auch. Das geht auf jeden Fall auch klar. Und hier ist noch eine weitere. Mit ein paar mehr Punkten. Okay. Und dort hinten habe ich schon eine Spezialfähigkeit gesehen, die ich unbedingt haben will. Wo ich auch wieder mir den Weg dazu hinschmalzen muss. Genau. Ja, nee, gar nicht wahr. Keine Spezialfähigkeit, sondern nur viele weitere Punkte. Vergessen das. Generische Tinte sorgt auch dafür, dass die Schnalzbänder weiter einrollen. Ach so, okay. Das ist interessant, okay. Das sind ganz coole Mechaniken. Ich sollte dann am besten vielleicht erstmal eine Bombe werfen, dass ich erstmal die Tintendinger kaputt machen kann. Genau, dass ich hier dann gefahrlos rüberkommen kann. Ja, ist auch eine ziemlich coole Idee auf jeden Fall. Jetzt keine ganz so spektakuläre Idee, wie jetzt vielleicht die Mechaniken, die wir in den vorherigen Leveln hatten. Weil die letzten paar Level, also sowohl aus dem letzten als auch aus dem vorletzten Part vom Heldenmodus, haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und da kommt jetzt diese Mechanik nicht ganz ran. Die ist zwar trotzdem auch cool, die macht auch Spaß, würde ich sagen, hier immer die halt rausschnalzen zu lassen, die Dinger hier. Aber trotzdem gibt's da, oder gab's da schon andere Mechaniken, die ich halt ein bisschen cooler fand. Das würde ich schon sagen. So, kann ich die auch von hier aus betätigen? Ah, kann ich sogar auch. Okay, ja, das macht's ein bisschen cooler. Weil ich dachte, ich würde das nur von der Seite können, aber nee, ich kann es von überall machen. Und nach oben gehen die sogar auch. Ja, okay, dann haben sie jetzt sich da noch ein bisschen mehr noch einfallen lassen mit diesen Dingern hier, als ich im ersten Moment dachte. Deswegen, dann sind es sogar doch ganz coole Ideen. Ich gehe da unten gleich noch hin, keine Sorge. Shit, keine Sorge. Weil da unten könnte etwas sein. Hat mich sogar wieder treffen können, der Arsch. Alles läuft wieder am Schnürchen, ja, geht so. Ich denke mal, da oben ist der richtige Weg, deswegen ich gehe erstmal hier nach unten. Und finde hier, aha, Ankovium, sehr gut.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Arkovium-Dinger immer ein bisschen leichter versteckt sind als die Schriftrollen. Ist das so? Vielleicht kommt es ja auch nur so vor. Aber ich habe den Eindruck irgendwie, dass die immer etwas einfacher zu finden sind. Weil die Schriftrollen waren bisher schon in relativ vielen Leveln an ziemlich, ziemlich fiesen Verstecken, wie ich finde. Und die Arkovium-Dinger, die gingen aber immer halbwegs. Wow, das ist ziemlich lang. Ja, das ist eine coole Idee. Dass man hier dann wirklich so die ganz, ganz lang nach draußen schnalzen lassen kann. Also doch, dann haben sie sich echt hier noch einiges einfallen... Oh, shit. Das war jetzt knapp. Noch einiges einfallen lassen, um diese Mechanik eben doch nochmal dann etwas cooler zu machen, als sie im ersten Moment vielleicht wirken mag. Deswegen doch, das ist dann echt auf jeden Fall cool. So, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verpasst, aber es sieht nicht so aus. Auch hier wieder kurz so über die Kante hinweg gucken. Aber nee, da ist auch nichts. Gehen wir gleich weiter. So, wir werden dann schon noch die Schriftrolle hoffentlich gleich finden. Ist auch nicht der letzte Checkpoint hier, deswegen wir haben auf jeden Fall noch einige Chancen, die Schriftrolle dann gleich hier irgendwo noch zu entdecken. Also da kann ich wieder viel rausschnalzen lassen. Ich muss halt echt aufpassen, weil ich am besten immer, bevor ich diese Schnalzdinger hier aktivieren sollte, soll ich eigentlich immer zuerst die Gegner töten, weil die Gegner eben ganz, ganz häufig mir da auch einen Strich durch die Rechnung machen können, wenn sie dann eben... Hier könnte was sein. Ah, okay, sehr gut. Weil sie mir da eben häufig einen Strich durch die Rechnung machen können, die Gegner, wenn sie dann eben die Dinger auch wieder zurückschnalzen lassen. Und da will ich auf jeden Fall, ja, will ich auf jeden Fall gut aufpassen. Okay. Das Gute ist, dass mir diese Dinger keinen Schaden machen, wenn sie sie wieder aufrollen, aber sie können mich halt eventuell nach unten drängen. Deswegen, man muss da auf jeden Fall schon aufpassen, wie gesagt. So, und das hier ist der letzte Checkpoint, alles klar. Also haben wir das Level auch schon gleich abgeschlossen. Wir haben auch alles gefunden bisher, deswegen, das ist ja dann wunderbar bisher alles. So. Und da vorne ist dann auch schon, kann ich schon sehen, der kleine, ich weiß immer noch nicht genau, wie die kleinen Dinger eigentlich heißen. Der große ist der Elektro-Wels, aber ich kann mir nicht merken, wie die kleinen heißen. Also ihr merkt schon, mit Namen im Allgemeinen bin ich, oh, okay, ich muss stärker sein als sie. Das war jetzt auch ziemlich cool. Mit Namen im Allgemeinen bin ich hier in Splatoon, oder im Allgemeinen eigentlich ziemlich schlecht. Ich kann mir von den Charakteren die Namen nicht merken, von Waffen kann ich mir keine Namen merken, und auch von den Maps kann ich mir die Namen immer noch nicht merken. Also, ne, müssen wir jetzt halt dann damit zurechtkommen. Was sind das da hinten eigentlich? Kann ich da irgendwie hinschießen? Habe ich hier vielleicht dann... Aha, kann ich sogar. Okay, cool. Ich muss gedrückt halten. Ich könnte jetzt alle einzeln kaputt machen, aber ich könnte auch sowas machen. Wow. Ah, das ist einfach nur Luftballon. Okay, ich dachte, die würden jetzt hier rausschnalzen und die Gegner alle treffen. Wow, gibt mir einfach viele Punkte. Und ansonsten nichts mehr. Okay, aber ist ganz cool. So, ich will das mal vielleicht... Ja, nee, ich will das auf jeden Fall die erst töten, die Gegner. Und erst dann will ich das am Ende rausschnalzen lassen. So. Ich habe offenbar hier unendlich viel Munition. Der kommt an. Hilfe. Unendlich viel Munition, deswegen haben wir auch keine Probleme. So, bam. Okay, und zack. Sehr gut. Reicht schon ein Schuss? Ein Schuss reicht, perfekt. Dann gleich raufgehen. Ich lasse mir jetzt mal ein bisschen aufholen einfach. Hui. Okay, geht sogar schneller, als dann lang zu schwimmen. Das ist ziemlich cool. Yay. Dum, dum, da, da, dum. So, sehr gut. Ah, übrigens, genau, ich wollte mich ja eigentlich auch upgraden endlich mal. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Am Anfang vom Part. Soll ich das dann gleich noch schnell machen? Ich mache sogar vielleicht gleich noch schnell. Mal gucken. Und ein neuer Coupon. Sehr gut. Und wieder mal eine Schriftrolle natürlich. Einmal im Jahr findet in den Kopolis ein Kartenturnier statt. Dieses Jahr machte der Newcomer ChoQ kurzen Prozess mit den anderen Teilnehmern und sackte den Preis ein. Genau, das ist eben dann die Qualle halt der Oberteilverkäufer. Wir haben ja auch hier schon die Hufverkäuferin und hier den Schuhverkäufer gehabt. Genau. Eventuell ist dann vielleicht hier wieder Arti drauf oder sowas auf dem 9. Keine Ahnung. So, ich will mal kurz dann wieder zur Zone 1 zurück. Und zwar hier zum Startgebiet einfach. Da komme ich nämlich direkt hin, genau. Müssen wir auch nicht lang warten. Eine kurze Ladezeit müssen wir überstehen. Aber ich will mich jetzt eben ganz gerne mal upgraden, da ich dann doch schon eben einige Punkte hier sammeln konnte. Ich habe übrigens hier im Singleplayer noch nichts nachgeholt, was die anderen Level angeht. Weil ich will die ja alle noch mit den ganzen anderen Waffen auch spielen. Ich bin bisher noch nicht dazugekommen, aber ich werde es nochmal dann später irgendwann mal offscreen dann eben machen, das dann eben alles nachzuholen. So. Habe ich denn ja eigentlich für jede Waffe separat dann eben die Möglichkeit, die abzugraden, oder wie? Nimm mal kurz dann das hier, den Roller. Habe ich anscheinend. Das ist ja blöd. Oder ja, nicht unbedingt. Ja, obwohl ist es. Ja, vielleicht ist es doch nicht so. Weil hier ist nämlich die normale Heldenwaffe. Und ich kann jetzt nur damit die Feuergeschwindigkeit. Ah, ne, hier sind weitere Waffen. Achso, okay, hier. Okay, hier kann ich dann die anderen upgraden. Na toll. Die anderen brauchen sogar tatsächlich mehr Sachen als die normale Heldenwaffe. Ist ganz interessant. Aber ich werde erstmal dann die upgraden, würde ich sagen. Und erstmal die Feuergeschwindigkeit erhöhen, weil es sehr wichtig ist. So. Yay. Okay. So, und ich könnte mir dann auch noch für 500, könnte ich mir noch hier dann eine von den anderen Bombenarten holen. Das kann ich nicht mehr upgraden, dafür habe ich zu wenig, genau. Aber eine von den Bombenarten könnte ich mir noch holen. Und zwar welche denn, die Curling-Bombe oder die Robo-Bombe? Ich nehme mal die Curling-Bombe erstmal. Yep. Yay.
So. Wie kann ich da jetzt hin und her wechseln mit dem Steuerkreuz? Genau, ich habe gerade die Klecksbomben, aber hier habe ich dann die Curlingbomben. Und habe die dann auch mit allen verschiedenen Waffen. Okay, ich nehme mal wieder kurz dann die normale hier. Und wir können jetzt sehen, die Feuerrate. Können wir kurz an dem daraus testen. Ja, wurde deutlich erhöht. Das ist schon echt cool. Ja, können wir jetzt schon mehr abgehen. Ich freue mich dann vor allem schon auf Stufe 3. Den können wir jetzt ganz schnell killen. Ich freue mich dann vor allem schon auf Stufe 3. Das wird dann so richtig krass werden. Aber auch hier Stufe 2 ist auch schon nicht schlecht auf jeden Fall. Und ein ziemlich cooles Upgrade. Dann wollen wir jetzt hoffen, dass uns das jetzt überhaupt was gebracht hat. Weil eventuell werde ich für die für den nächsten Kampf hier... Oh, Octoling-Hinterhalt im Korallenviertel. Oh, cool. Okay. Eventuell, wenn ich hier auch wieder... Ah, nee, ich bin nicht vorgeschrieben. Ich darf irgendeine Waffe nehmen. Dann bleib mal bei der, weil ich die dann jetzt noch ein bisschen austesten will. Hier unsere geupgradete eben. Und das machen wir am besten gleich mal. Aha. Ein Octo-Hinterhalt also. Ja. Das erinnert mich an etwas. Aus Splatoon 1. Haben sie also diese... ja genau. Diese speziellen Level auch wieder hier reingebracht. Das ist cool. Octolinge. Das ist ein Mini... Okay, Mini-Elektrowels heißen sie einfach. Alles klar. 8 Mini-Elektrowels ergeben zusammen anscheinend einen normalen. Ah, ich muss hier... Ah. Achte auf die Lichtsäulen und hol dir die Mini-Elektrowels. Ah, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Das ist quasi was ähnliches wie Silberstern oder sowas. Könnte man sagen. Und hier sind eben dann die Octolinge. Ja, genau. Und hier ist dann der erste. Okay, das ist sehr cool. Weil, wie gesagt, sowas ähnliches gab es eben auch schon in Splatoon 1. Da könnt ihr gerade sehen, wir sind gerade eben im Korallenviertel. Einer Multiplayer-Map. Und das ist ziemlich cool. Ich will kurz die Punkte vielleicht haben, genau. Und das ist ziemlich cool, weil das gab es, wie gesagt, in Splatoon 1 auch schon. Dass eben hier im Singleplayer, im Heldenmodus, man eben auf einer bestimmten Auswahl von den Multiplayer-Maps spielen... Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Auf einer bestimmten Auswahl von den Multiplayer-Maps eben spielen konnte. Und dann dort eben immer gegen Octolinge kämpfen musste. Das sind computergesteuerte Gegner, die aber dieselbe oder ähnliche Fähigkeiten haben, wie auch man selbst. Und deswegen ist es auf jeden Fall ganz cool, weil die halt eben dann einiges, da ist eine Kiste einfach so, weil die eben dann einem einiges entgegenzusetzen haben. Und das ist echt eine ziemlich coole Idee, vor allem, weil wenn man zuerst den Heldenmodus spielt, kann man eben dann die ganzen Multiplayer-Maps schon mal ganz gut kennenlernen. Die wurden zwar auch teilweise so ein bisschen umgebaut eben, aber trotzdem können wir schon deutlich sehen, dass das hier eben das Korallenviertel ist, hier mit der Brücke und dann eben dieser, scheiße, dieser Unterführung da unten drunter. Ist auf jeden Fall schon ziemlich cool, dass man eben hier dann nochmal die Maps, wie gesagt, etwas genauer dann kennenlernen kann. Hier ist auch jemand, habe ich gesehen. Hier. Und stirb. Okay, perfekt. Und man kann eben auch halt die normalen Kämpfe auch online gegen andere Spieler ein bisschen lernen. Denn ich meine an sich, das sind zwar computergesteuerte Gegner, aber sie verhalten sich genauso oder ähnlich wie menschliche Spieler. Deswegen kann man dann eben das auch gleich ein bisschen lernen hier. Aber sie haben sogar noch eine Sache ein bisschen verbessert, nämlich das mit diesen Mini-Elektrowelsen hier. Und anscheinend heißen die anderen, die man in den anderen Leveln sammelt, einfach doch auch Elektrowelse. Ah ja, stimmt, genau. Weil der Elektrowels, den man am Ende bekommen wird, das ist ja der Riesen-Elektrowels, stimmt. Und die anderen, das sind einfach dann normale Elektrowels, oder die heißen einfach Elektrowelse. Und jetzt haben wir hier noch die Mini-Elektrowelse. Und von denen ergeben dann eben 8 zusammen dann eben einen normalen Elektrowels. Genau. Und das ist auf jeden Fall so eine kleine Verbesserung, wie ich finde, die sich hier haben einfallen lassen. Weil in Splatoon 1 war es nämlich so, dass man halt hier einfach nur dann ans Ende hinlaufen musste und dann dort eben auch wieder einen normalen Elektrowels halt finden musste. Aber hier kann ich die zerstören eigentlich schon. Ja, kann ich. Und hier ist dann auch die Schriftrolle, cool. Aber hier ist es eben so, dass man halt dann diese 8 Stück von denen finden muss und dadurch dann auch eben die Map hier viel mehr erkunden muss. Weil, ah, okay, Klecksbomb, cool. Weil es war eben, wie gesagt, in Splatoon 1 so, dass man hier bei diesen Hinterhelden oder so, wo man eben, da kommt ja auch hingesprungen, wo man eben halt dann auch einfach nur ans Ende kommen musste und nur diesen einen Elektrowels einsammeln musste, da war es eben so, dass man das Level quasi komplett skippen konnte und die ganzen Kämpfe gar nicht unbedingt machen musste. Aber hier wird man dazu gezwungen, gegen einige von den Octolingen auch zu kämpfen, auch wirklich, weil jeder von denen so ungefähr bewacht auch einen Mini, jeder von denen so ungefähr bewacht einen Mini-Elektrowels, sogar mehrere hier, okay. Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hilfe. Das sind ein bisschen viele. Da unten war nochmal jemand, oder? Ja, genau. Und deswegen muss man dann gezwungenermaßen gegen die kämpfen oder gegen die meisten von denen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie sich dann, das dann hier wirklich haben einfallen lassen, diese Idee. Ach, kommt da immer wieder neue, oder wie? Hier raus? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Wir können übrigens auch mal sehen, dass um die gegnerische Base, das ist auch im Multiplayer so, dass da so ein Schutzschild drumherum ist und man da auch gar nicht wirklich hinkommen kann. Deswegen können sich dann eben auch die Gegner verstecken, falls halt dann die anderen zu nahe kommen sollten immer, dann kann man sich da eben, wie gesagt, ganz gut verstecken. So, stirb. Dann anscheinend respawnen die sogar immer wieder, die Gegner hier, und es gibt hier keine endliche Anzahl von denen, sondern die kommen immer wieder. Also scheint zumindest so. Und ich habe keine, ich bin so schlecht, keine Tinte, wer schützt das bitte, danke. Okay. So, hier ist dann Nummer 6. Uns fehlt ja auch immer noch das Ankovium, das wir dann hoffentlich gleich noch irgendwo finden werden. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Vielleicht ist es auf derselben Seite, wie die, oder halt an einem ähnlichen Ort wie auch die Schriftrolle, nur halt spiegelverkehrt auf der anderen Seite oder so. Das kann vielleicht sein, müssen wir gleich mal gucken dann. Hier in der Mitte, ja da hinten ist auch noch ein
Mini-Elektro-Welt. Und hier sind jetzt ein paar Gegner auf einmal. Ich will mal wieder kurz die Flexbomben einfach einsetzen. So. Und schon gekillt, wunderbar, da kommt gleich jemand hingesprungen. Stirb bitte. Bam, nice. Okay. Ich habe mal erstmal noch dann diesen siebten hier, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau, wie das jetzt ist, wenn ich jetzt dann direkt gleich den siebten, oder nicht den siebten, den achten einsammle. Ist es dann sofort vorbei? Oder muss ich dann nochmal irgendwo anders hinlaufen? Ich will jetzt mal, bevor ich dann den letzten einsammle, ganz gerne nochmal zuerst das Ankobium finden. Komm mal hier nach oben. Zuerst das Ankobium finden. Hui. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, erstmal keine Ahnung, wo das eigentlich sein soll. Weil ich war ja jetzt eigentlich schon überall hier so ungefähr. Aber ich kann es trotzdem, oder ich habe es trotzdem bisher noch nicht finden können. Wo war ich denn hier noch nicht? Ich habe leider, ich wollte gerade die Karte aufrufen, auf X. Aber ich darf hier leider keine Karte aufrufen. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil dann würde ich vielleicht das eher erkennen können. Ich meine, da vorne war ich noch nicht. Weil ich mich da auch wieder nach oben schießen lassen kann. Hier war ich auch noch nicht. Hier kann ich noch ein bisschen Rüstung mitnehmen. Okay. Aber ich würde ganz gerne das Ankobium finden. Ich gehe mal kurz hier nach oben und schau mal schnell nach. Hier ist aber nichts, das dachte ich mir schon. Hier ist noch der letzte, okay. Aber ich will ihn erstmal noch nicht kaputt machen, weil ich erstmal noch das Ankobium finden will. Hier ist noch eine Kiste. Aber ich glaube, es ist eher weniger. Ne, ist auch nur. Es sind auch noch weitere Punkte. Und Octoling, Hilfe. Das war wahrlich ein Octoling-Hinterhalt, ja. Ja, aber ich bin gerade zu blöd, die Kiste oder halt das Ankobium zu finden. Hier oben drauf. Ne. Ich muss mal jetzt versuchen, so ein bisschen an eben ein. Ah, hier ist was. Aber nur Punkte. An einen erhöhten Ort zu gehen und dann eben von dort aus zu gucken, ob ich da irgendwas finden kann. Ich mache dasselbe nochmal auf der anderen Seite, was ich gerade eben gemacht habe. Nämlich hier nach oben, genau. Und auch hier erscheinen da auch wieder Luftballons. Ja. Und aber auch nur Punkte, leider. Hier war ich noch nicht wirklich. Aber hier ist auch nichts. Ich kann mal hier beim Anfangsgebiet ein bisschen mehr gucken, weil hier habe ich mich nicht so wirklich gründlich umgesehen. Hier am Anfang habe ich den Eindruck, da ist nämlich noch eine Kiste. Vielleicht ist sogar gleich da drin einfach so. Nee. Wäre sogar ein cooles Versteck gewesen, finde ich, weil das bestimmt viele, wie auch ich, eben verpassen würden dabei am Anfang. Ich war auch noch nicht wirklich unter der Brücke, das stimmt. Obwohl so ein bisschen eigentlich schon, weil ich war ja eine große Kiste. Nee, und anscheinend ist es doch so, dass die Gegner nicht respawnen können. Weil jetzt habe ich nämlich gar. Hier vielleicht? Nee. Jetzt habe ich nämlich gar keine Octolinge mehr getroffen. Das waren einfach nur verdammt viele. Das finde ich aber auch ganz cool. Weil in Splatoon 1 waren das bei den. Halt entsprechend bei diesen Stages hier vielleicht so, weiß nicht, 10 Stück oder sowas, aber das waren jetzt hier deutlich mehr als 10 Stück, oder? Octolinge, hatte ich schon einen Eindruck, deswegen ist das auf jeden Fall auch ganz cool. Ja, ne? Und ich finde das Ankobium nicht. Ich meine, wie gesagt, vielleicht finde ich das noch, weil ich dann eventuell, wenn ich den letzten Mini-Elektro-Wells einsammle, weil ich dann nochmal woanders hinspringe und es dann erst noch später finden kann. Das kann schon auch sein. Aber ich weiß nicht genau. Ich werde jetzt mal den einsammeln schnell. Ne, das war's. Verdammt. Okay, wieder mal verpasst. Toll. Ja, das darf nicht wahr sein. Jetzt in diesem Part haben wir was verpasst. Im letzten Heldenmodus-Part haben wir was verpasst. Und auch im vorletzten. Ne, also, das waren jetzt drei Heldenmodus-Parts in Folge, wo wir immer was verpasst haben. Super. Mann, ey, das nervt mich. Ich frage mich jetzt echt, wo das sein könnte, weil das Korallenviertel ist ja auch jetzt nicht wirklich groß. Also, ich war doch überall 1000 Mal, oder nicht? Keine Ahnung. Bestellt die coolsten Ausrüstungen bequem online. Effektivste Effekte. Einfach beim Knirps mit den Stachelhaaren abholen. Bestellung bei Anemona. Okay. Ja, da kann man auch wieder dann sich Sachen mit bestimmten Effekten irgendwie bestellen und dann kriegt man die ja gleich von dem einen Typen. Sowas ähnliches gab es ja in Splatoon 1 bei Spike auch schon. Und sowas wird es dann offenbar hier auch wieder geben, aber weiß noch nicht genau. Das werden wir auf jeden Fall dann noch später weiterhin austesten. So. Und ja, ich gehe nochmal rein, weil ich wissen will, wo das blöde Ankobium war. Darf echt nicht wahr sein. Okay, hier einfach in der Ecke. Ja, das habe ich jetzt gerade immer nochmal genauer bemerkt. Das ist mir gerade eben schon auch aufgefallen, aber nicht so ganz irgendwie. Und zwar, es kann häufiger mal passieren, dass aus der gegnerischen Tinte einfach so Kisten hervorgeschossen kommen. Also Kisten können offenbar in gegnerische Tinte versinken. Und nur wenn ich dann diese Tinte wegmache, dann können da Kisten rauskommen. Das heißt im Klartext, dass in Zukunft, wenn wir immer alles finden wollen, dass wir eigentlich immer nahezu die komplette gegnerische Tinte eigentlich wegmachen müssen. Weil es eben sein könnte, dass unter der gegnerischen Tinte irgendwo eine Kiste versteckt ist, wie auch gerade eben, und dass dann dort eben nochmal etwas Wichtiges zu finden ist. Deswegen, ja, das ist sogar tatsächlich ziemlich fies, dann hier wirklich alles zu entdecken. Muss mir auf jeden Fall für weitere Level dann eben noch merken. Okay. So, haben wir das dann auch endlich mal abgeschlossen hier. Sehr gut. So, und dann jetzt machen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit. Genau, machen wir auf jeden Fall dann noch den Boss hier von Weltsmai. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und zwar, nee, hier, ich muss noch eins nach unten. Hier nämlich, genau. Na komm.
Und zwar Octosamurai rollt an. Okay, will ich hier eine andere Waffe vielleicht nehmen? Vielleicht so ein Doppler einfach so? Ich nehme mal einfach so einen Doppler. Warum denn nicht? Und wir legen mal los. Okay. Ich meine, es wäre zwar, ich meine, an sich ist zwar die Heldenwaffe besser, weil die schon auf Stufe 2 ist. Aber dann können wir es auch so ein bisschen spannender halten. Warum denn nicht? So. Ach nee, okay. Ich habe eine. Achso, habe ich gar nicht gesehen. Setz diese Waffe ein. Achso, das habe ich gar nicht bemerkt. Okay, dann ist auch gut. Dann nehme ich halt einen Roller. Okay. Gut, dann los geht's. Ach, kenne ich sogar den auch schon aus dem Trailer? Den Typen? Plätte dich ehrenvoll, Octosamurai. Okay, ja, den habe ich schon aus dem Trailer mal gesehen. Knöpfe die Vornummer 4 für die Ehre deiner Familie oder so. Interessanterweise habe ich den ersten Boss noch nicht aus dem Trailer gesehen, aber den schon mal. Finde ich ganz witzig. Was macht der? Oh, Hilfe. Okay. Ich glaube, ich erstmal seine Attacken ein bisschen abwarten. Das ist die neue Waffe der. Oh, meine Tinte geht aber schnell. Oh Gott, ich wollte doch noch ausweichen. Meine Tinte geht schnell aus. Jetzt kann ich ihn anscheinend treffen. Das ist weg. Oh shit. Wow, voll plätten können. Okay, der ist gar nicht mal so einfach, der Typ. Aber ich finde es ganz cool, weil das nämlich jetzt auch ein bisschen ein anderer, also eine andere Kampfart ist, sage ich mal weg hier, eine andere Kampfart ist als noch der erste Boss gegen den Octobug oder wie der hieß. Kann ich jetzt schon, ne? Ja, aber der nimmt, der hält sehr viel aus. Wow, ich muss wieder weg hier. Der hält sehr viel aus, ja. Bei dem ist nämlich wirklich so, dass ich da immer dauerhaft auf ihn draufhauen muss und dass er, oder halt im Prinzip, dass er schon auch die ganze Zeit angreifbar ist. Aber ich halt die richtigen Momente finden muss, um ihn angreifen zu können. Und den anderen Moment muss ich eben ausweichen. Sowas finde ich bei Bosskämpfen eigentlich immer ziemlich cool, muss ich sagen, wenn der Boss eben tatsächlich dauerhaft angreift. Jetzt muss ich wieder ausweichen dann gleich. Wenn der Boss eben dauerhaft angreifbar ist. Beim Octobug war es halt eben so, dass man einfach ausweichen musste seinen Attacken und dann konnte man eben kontern und dann eben den Gegner treffen. Okay, sehr schön. Und jetzt kann ich dann den Tentakel auch treffen, perfekt. Und dann kommt man eben, wie gesagt, nachdem man den Attacken ausgewichen ist, dann eben kontern, weil man eben warten muss, bis er diese eine Attacke macht und dann kann man eben den Gegner halt treffen. Aber ich finde sogar tatsächlich, solche Bosse, die man die ganze Zeit treffen kann, wo man aber währenddessen trotzdem den Attacken ausweichen muss und die auch viele Leben haben, wie der denn hat viele Leben, die finde ich sogar nochmal am coolsten sogar. Und er hat seinen Roller geändert. Okay, jetzt hat er auch dann eine hohe Reichweite, oder wie? Oder kann einen Megaschlag machen. Okay, ja, den darf ich nicht unterschätzen, den Kollegen. Weg hier, Hilfe. Boah. Ja. Das ist nicht. Oh Gott. Das ist nicht so einfach. Vor allem, der geht auch schnell die Tinte aus. Muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. Okay, nach dem dritten Schlag ist er dann ein bisschen angreifbar. Da wird er ein bisschen rumstehen und dann kann ich ihn ganz gut treffen. Okay, ja, wie gesagt, der hat echt viele Leben. Aber das finde ich gut so. Wirbelattacke kann er auch noch. Das finde ich gut so. Dass, wenn ein Boss viele Leben hat, deswegen, das ist echt cool auf jeden Fall. Boah, Hilfe, aufpassen. Und der hat's auch echt drauf. Der ist auch nicht so einfach, der Typ. Finde ich. Gerade weil er so viele Leben hat und auch viele verschiedene Angriffe. Das ist halt auch ganz cool. Weil das war halt beim Octobug auch so ein bisschen sein Problem. Und auch bei so also ziemlich allen Bossen aus Platoon 1 eigentlich. Das halt. Die Reihenfolge ihrer Attacken immer die exakt selbe war. Da war halt jedes Mal, wenn man den Kampf halt erneut gemacht hat, war das halt quasi genau derselbe Kampf. Das war sehr knapp. War es halt quasi genau derselbe Kampf wieder, weil halt eben die Bosse immer ihre Attacken in genau derselben Reihenfolge gemacht haben und man eben nur auf diese eine Attacke vom Gegner warten musste, um ihn dann eben zu kontern. Aber es wirkt jetzt bei dem hier zumindest so, als könnte er seine Attacken in einer beliebigen Reihenfolge machen, weil ich meine, er hat halt einfach 4 verschiedene Attacken oder sowas, keine Ahnung, und die macht er halt einfach irgendwann, wie er gerade lustig ist. Und das ist bei Bossen eigentlich am coolsten, wenn die einfach ein paar Attacken haben und die machen die irgendwann und dann muss man eben halt ausweichen und man kann den Boss aber jederzeit immer treffen. Sowas finde ich eigentlich am coolsten bei Bosskämpfen, deswegen, ich finde den echt toll. Und wieder ein neues Upgrade. Der Octosamurai hier. Okay, was geht jetzt ab? Ich will erstmal abwarten, was er macht. Wow. Oh Gott. Okay, ja, der hat auch echt coole Attacken, der Kollege. Und dann ist er wieder angreifbar nach dem dritten Schlag. Alles klar. Und jetzt kommt wieder dann das hier, wo er mich wieder plattwälzen will. Der Presslufthammer oder so. Nein, oh Gott. Und er hat was Neues gelernt. Er kann das zweimal. Nein, oh, das war super knapp. Er kann das zweimal machen. Oder sogar dreimal? Ne, zweimal nur. Okay. Ja, und das ist halt auch cool, dass er eben auch dazulernt, dass seine Attacken immer besser werden. Also, den Boss liebe ich auch. Also, der ist sogar nochmal cooler als der Octobug, wie ich finde. Und den Octobug fand ich ja schon total cool. Und der ist nochmal besser. Ich soll mal übrigens auch meine Dinger hier benutzen, ist mir aufgefallen gerade. Soll ich häufiger machen, weil die auch effektiv sind, weil ich dann eben auch schön aus der Entfernung ihn angreifen kann.
Und übrigens, ich finde es auch cool, dass wir hier gezwungen werden, von Arty den Roller zu benutzen, weil das ist auch das einzig Wahre, muss ich zugeben, weil wir eben dann hier einen schönen Kampf Roller gegen Roller haben. Und ja, weg hier, weg hier. Nein, na, ich wollte auch ausweichen, verdammt. Meine Rüstung ist kaputt. Ausweichen. Nein, ich war zu langsam. Ich war doch in meiner Tinte drin, warum war ich denn so lahm? Keine Ahnung. Boah, der ist echt nicht einfach, Leute. Der ist echt nicht einfach und aber voll cool. Also, wie gesagt, der gefällt mir nochmal besser als der Octobug. Und wie gesagt, den Octobug mochte ich schon lieber als alle normalen Bosse aus Splatoon 1. Deswegen, also bisher die Bosskämpfe sind echt total cool. Die sind viel besser, finde ich, als die aus Splatoon 1, obwohl die auch nicht schlecht waren. Die normalen, der Final Boss war, wie gesagt, mega genial. Und die normalen waren auch ziemlich cool. Aber der hier, der ist echt super toll, der Boss hier. Also, der gefällt mir echt voll. Okay, aber ich werde es dann gleich hoffentlich mich nicht mehr so blöd treffen lassen, dann jetzt gleich hoffentlich ist für mich entscheiden können, diese Runde hier. Aber ich habe mir dafür übrigens schon geschrieben, dass anscheinend der Final Boss hier aus Splatoon 2 bei Weitem oder halt bei Weitem nicht so gut sein soll wie der aus Splatoon 1. Bin ich schon gespannt, wie das dann wirklich dann sein wird und wie es ich dann sehen werde. Ich hoffe, das gefährlich. Ich weiß jetzt wieder schon ausweichen dann. Okay. Tinte geht bitte nicht aus, das wäre schlecht. Nicht ausgehen, Tinte, nicht ausgehen, danke. Okay, und dann wirst du sterben. Aber an sich, selbst wenn der Final Boss dann hier nicht so gut wird wie der aus Splatoon 1, die normalen Bosskämpfe, nein, die Tinte, die normalen Bosskämpfe, die sind wirklich mega genial, finde ich. Und viel, viel besser als die aus Splatoon 1, obwohl die auch schon gut waren, wie gesagt. Das ist echt top. So, und, na komm, nein, stimmt jetzt bitte. Danke. Oh, richtig epischer Bosskampf, echt cool. Yay, sehr schön. Und ich schaue nach oben. Warum schaue ich nach oben? Ich halte meinen Controller ganz normal. Okay, dann halt so. Und hier ist Ankopium und dann natürlich auch noch der Elektrofels. Was ein cooler Bosskampf. Dum, 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 dum. Das hat schon beim Zuschauen gestresst. Aber guck hier, macht Nummer 4. Bin das nur ich oder wirken die Octarianer-Verstecke irgendwie weiblicher? Haben die einen neuen Designer? Hm. Geht. Geht. Ich. Huch, was war das denn? Ist der Empfang etwa gestört? Möglicherweise gibt all der Elektroschrott im Octo Canyon Interferenzen ab, die unsere Funkverbindung stören. Alle möglichen Geräte funken auf der CPOD-Frequenz. Mikrowellen zum Beispiel. Die ganz besonders. Ich höre dich gerade so schlecht. Ich bin gerade in einem Tunnel. Bis später. Okay, die Mona hat keinen Bock auf das Nerdgeschwafel von Arty. Ich habe schon eine Vermutung, wer das gerade eben war. Der da, oder die da, geht und dann Eck. Okay, wahrscheinlich weg, wollte sie oder er am Ende noch sagen. Ich vermute sie, weil ich habe eben eine starke Vermutung, wer das da war. Weil die Octavianer haben ja anscheinend einen neuen Designer. Kein Riesen-Elektrowels, vielleicht in der nächsten Zone. Okay. Vielleicht haben sie ja irgendwem eine Gehirnwäsche verpasst oder sowas. Und deswegen muss dann dieser jemand oder diese für die dann arbeiten. Aber, ne, werden wir schon noch sehen. Ich habe da eben eine Theorie, die ich auch gerade schon ziemlich offensichtlich eigentlich gemacht habe. Das werden wir dann schon noch sehen. Ich werde schon mal Welt 3 schon mal kurz betreten, dass ich mich dann auch dahin warten kann. Später vielleicht, genau. Aber ich werde dann in Welt 3 gar nichts mehr machen, sondern nur mal kurz reinfliegen. Und zwar das Schnabeldepot. Okay. Ich werde auch die Level noch nicht suchen. Das machen wir dann erstmal noch später. Wieder eine schöne Kamerafahrt. Und hier haben wir auch einige von den Interhakenpunkten, wie ich sie gerne nennen will. Und wie gesagt, das finde ich immer noch so eine coole Mechanik einfach nur. Es macht so viel Spaß, da diese Interhakenpunkte zu benutzen. Das ist echt cool. Aber bevor wir uns hier um sind, wie gesagt, das kommt dann erst später gleich wieder verlassen, weil es das dann nämlich hier schon auch wieder für diesen Part war. Ja, ja. In Kopo, das will ich, genau. Gut. Ja, wie gesagt, das war's hier für diesen Part von Splatoon 2. Beim nächsten Mal morgen wird es dann wieder mal online etwas weitergehen. Und zwar mit dem letzten Rangkampfart, die uns noch diese Woche fehlt. Wir hatten ja schon am Montag Herrschaft und gestern am Mittwoch Turmkommando. Und morgen wird dann eben Operation Goldfisch kommen. Wie gesagt, das will ich also machen, dass ich eben jede Woche halt jede Rangkampfart genau einmal spiele. Ich hoffe, das kriege ich auch so hin, dass ich dann eben mal irgendwann eine Zeit finden werde, wo ich aufnehmen kann und wo dann eben auch Operation Goldfisch ich spielen kann. Aber dürfte schon funktionieren. Es ändert sich ja alle 2 Stunden, deswegen das dürfte auf jeden Fall passen, schätze ich mal. Und morgen werde ich euch dann auch wieder halt berichten, wie denn dann wieder die Parts am Wochenende, wo ich wieder mit euch spielen werde, so ablaufen werden. Weil das weiß ich nämlich aktuell noch selber gar nicht genau, weil wir haben ja das Wochenende des Splatfest. Und das geht ja, ich will noch mal kurz gucken, das geht ja glaube ich von 16 Uhr bis 16 Uhr. Also von Samstag 16 Uhr, genau, bis Sonntag 16 Uhr. Und
Vielleicht mache ich es dann so, das ist aber noch nicht sicher. Das werde ich dann morgen auf jeden Fall euch noch genauer erzählen. Also wenn ihr wissen wollt, was am Wochenende so passiert hier in Splatoon 2, dann schaut den morgigen Part auf jeden Fall, werde ich das dann erzählen. Aber ich werde es vielleicht so machen, dass dann sogar wirklich morgen gleich dann der Splatfest-Part kommt. Muss ich dann um 16 Uhr den aufnehmen und dann um 18 Uhr hochladen. Das dürfte aber eigentlich passen. Das sind zwar nur 2 Stunden, aber es dürfte eigentlich vom zeitlichen her hoffentlich klappen, wenn ich um 16 Uhr den aufnehme und dann eben um 18 Uhr gleich hochlade. Es dürfte schon funktionieren, glaube ich. Und wie wir es dann mit Salmon Run machen, weiß ich noch nicht, weil es ist immer noch Samstag für mich, wo ich das hier aufnehme, übrigens, nur zur Info. Und ich kann noch nicht sehen, was denn am Sonntag so alle oder am Samstag so alles sein wird, weil der 5.8. ist, glaube ich, der Freitag. Und ich weiß noch nicht, wann am Samstag oder am Sonntag Salmon Run verfügbar sein wird, weil ich schätze mal eigentlich nicht, dass Salmon Run während dem Splatfest verfügbar sein wird. Das wäre auf jeden Fall komisch, wenn die sich da dann so ein bisschen im Weg sein würden. Und deswegen muss man dann noch überlegen, wie wir das genau machen. Deswegen, wie gesagt, warte einfach auf den morgigen Part ab. Und dort werde ich euch dann verraten, wie es dann eben am Wochenende mit dem Splatfest ablaufen wird und auch mit dem Salmon Run und wie wir das dann eben genau machen werden von den Zeiten her. Also dann einfach das morgen angucken, dann wisst ihr aber eben auch Bescheid. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.